In den seltensten Fällen ist das genetisch geerbt oder ähnliches. Wir kommen im Regelfall alle schlank auf die Welt. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Jeffrey Burton. Ich helfe Menschen dabei, ihre körperlichen und gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Und in diesem Video geht es darum, wie deine Realität und deine Normalität aussehen. Ich bin gerade in Dubai und hier fällt mir wieder mal auf, dass viele Menschen extrem übergewichtig sind. Extrem übergewichtig. Ich meine, wir sehen es mehr oder weniger überall auf der Welt, in Deutschland sowieso. Aber auch hier fällt es mir wieder mal auf, dass viele Menschen gewichtstechnisch ein Level erreicht haben, was jenseits von Gut und Böse ist. Und das ist nicht mal mein subjektives Empfinden, das ist de facto der Fall. Denn wenn du 20, 30, 50 Kilo Übergewicht hast, dann ist das nicht nur optisch vermeintlich für die meisten nicht mehr anziehend oder attraktiv, sondern eben gesundheitlich gefährlich. Und ich will damit auch niemandem zu nahe treten, aber in den seltensten Fällen ist das genetisch geerbt oder ähnliches. Wir kommen im Regelfall alle schlank auf die Welt. Und das ist normalerweise angefressen. Zu wenig Bewegung, zu wenig von den richtigen Dingen getan. Daraus resultiert diese Situation. Und es ist bemerkenswert, denn viele Menschen meinen, sie müssten 5, 10, 15 Kilo abnehmen und dann sei doch wieder alles in Ordnung. Aber diese neue Normalität, die sich der Mensch erlaubt hat, die sich der Mensch einredet, die der Mensch forciert, ist immer noch weit weg von der eigentlichen Normalität, von der gesundheitstechnischen Normalität. Das heißt, ein Mensch, der 1,80 groß ist und 100 Kilo wiegt, meint, es würde reichen, wenn er 90 oder 95 Kilo wiegt. Aber nicht nur vom BMI her gesehen, sondern wirklich gesundheitlich gesehen, sind das dann immer noch 10, 15 Kilo zu viel. Denn man sollte nicht schwerer sein, als man groß ist. Und wenn man 1,80 groß ist, sollte man eben nicht 90, 95, 100 oder mehr Kilo wiegen. Klar, es gibt Ausnahmen, wo man sagt, ey, auf 1,80, 85 Kilo, sieht gut aus, fühlt sich gut an, alles wunderbar. Aber im Regelfall sind es 77 bis 80, 81, 82 Kilo, die in der Norm liegen. Alles darüber ist Übergewicht. Alles darüber ist zu viel. Und du, der das Video jetzt hier schaut, wird vielleicht sogar meinen, dass das Quatsch ist, weil wir mittlerweile unsere Realität verschoben haben. Mittlerweile ist es kein Problem mehr, einen kleinen Bauch zu haben, ein paar Kilo mehr drauf zu haben. Aber es ist doch dein Leben, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und es ist doch die Basis. Wie kannst du sagen, es ist nicht so schlimm, ein paar Kilo mehr drauf zu haben? Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Und es wird früher oder später Probleme mit sich bringen. Hoffentlich später. Aber selbst später ist es mega unangenehm, weil wenn du mehr Zeit hast, vielleicht weil du auf Pension, Rente, wie auch immer, weil du in den Ruhestand gehst, wirst du nicht mehr so vital, aktiv sein können, wie du es gerne wollen würdest. Und das bringt wieder neue Herausforderungen und Probleme mit sich. Schau also, dass du deine Realität und deine Normalität zurück zum Ursprung setzt. Und wenn du der Meinung bist, du musst vermeintlich 5 bis 10 Kilo abnehmen, dann sind es eher 10 bis 20 Kilo, die du abnehmen solltest. Und das klingt vielleicht jetzt, Entschuldigung, das klingt vielleicht jetzt radikal. Nochmal. Das klingt vielleicht jetzt radikal, aber ich möchte, dass du diese neue oder zumindest diese normale Realität wieder in deinen Fokus bringst. Und glaube mir, es wird dir nur gut tun. Ich meine es nie böse. Und bei meinen Klienten meine ich es auch nicht böse. Wenn die Menschen zu schnell zufrieden sind, dann muss ich sie leider ausbremsen, weil der Weg ist oftmals weiter, als sie es sich denken, erhoffen, wünschen. Und es ist auch nicht immer schön. Aber das, was wir teilweise in 12 Wochen, in 3 Monaten schaffen, ist teilweise über Jahre antrainiert. Das heißt, über Jahre hinweg hat der Mensch 5, 10, 20, 30 Kilo zugenommen und wir machen das in 3 Monaten weg. Und
dann neigt der Mensch dazu, ungeduldig zu sein, schneller abnehmen zu wollen. Aber das, was du dir über Jahre hinweg angefressen hast, muss eben auch oder braucht eben leider auch ein bisschen Zeit, um es wieder zu relativieren. Also, Essenz aus dem Video: Verschieb deine Realität und deine Normalität zu einem Punkt, der dir vielleicht aktuell noch unwirklich vorkommt, aber rein rational gesehen absolut Sinn ergibt. Und wenn du heute sagst, ich müsste 5 bis 7 Kilo abnehmen, dann sind es 10 bis 14 Kilo, okay? Und auch wenn du der Meinung bist, dann zu dünn zu sein, du wirst dich an deine neue, gesündere Version, an diese neue Realität gewöhnen. Und lass dir auch von deinem Umfeld, von außen nicht einreden, dass du zu schlank geworden bist, dass du zu dünn geworden bist, dass du zu mager oder zu krank aussiehst. Das ist, weil die Menschen dich über Jahre hinweg anders gesehen haben, anders erlebt haben und sie müssen diese neue Realität und diese neue Normalität auch erstmal akzeptieren. Also, was ich dir sagen möchte ist, don't listen to the naysayers. Gewöhn dich daran, dass dein Ziel, was du dir stecken solltest, was du dir hoffentlich gesteckt hast, etwas größer ist und dass du gesundheitlich, gewichtstechnisch einen weiteren Schritt machen musst, als es vielleicht von dir erdacht war. Das war's mit dem Video. Lass mir hier gern ein Like da, abonniere den Kanal, folge mir gern auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Lass mir hier konstruktive Kritik da und wenn du aktuell nicht weißt, wie du die Thematik für dich steuern kannst, steuern sollst, steuern musst, dann kannst du dich hier gerne auch unter diesem Video auf ein kostenfreies Erstgespräch melden. In dem Video schauen wir, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest oder sogar hin solltest und dann werden wir einen Weg finden, der dir taugt und der dir langfristig dabei hilft, ohne ständig Sport treiben zu müssen, ohne ständig auf dein Lieblingsessen verzichten zu müssen, trotzdem dahin kommst. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schalt beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, mach's gut. Ciao.